Ich habe meinen Job wieder! Hey, cool! Glückwunsch! Ich vermisse dich. Jetzt geh ich. Dann bleib doch. Der Fundort lässt darauf schließen, dass der Mörder sich hier im Schloss befinden muss. Der Mörder? Ja. Es tut mir sehr leid, aber Frau von Anstetten ist der schweren Schussverletzung erlegen. Diese Frau ist eine Giftspinne. Lass lieber die Finger von mir. Eins habt ihr auf alle Fälle erreicht. Ich bin wahnsinnig neugierig auf diese Frau. Guten Abend, ihr Lieben. Na, habt ihr auch schön um mich getrauert? Einige von euch enttäuschen zu müssen. Wie ist... Das ist doch unmöglich. Totgesagte leben länger. Nein! Lassen Sie mich los, ich muss es zu Ende bringen. Nein, das müssen Sie nicht. Bringen Sie diesen Irren endlich hier raus! Sag, dass das nicht wahr ist! Ich hab das nicht gewollt. Ihr Bruder, ich wollte doch nicht ihn umbringen. Oh. Alle sind okay? Sitzen wir Sie dahin. Mörder. Untersteh dich! Sie nehmen diesen Gemeinmörder auch noch in Schutz? Ich konnte doch nicht wissen, dass der junge Herr Graf die Pralinen. Woher sollte ich das denn wissen? Das ist mir egal, Sie haben einen Mann umgebracht! Machen Sie doch nicht so ein Theater! Sieh doch, diese Hexe, sie sollte sterben! Jetzt reicht's wir mir aber! Wir werden uns um ihn kümmern, Frau von Anstetten. Ich habe versagt. Ich habe vollkommen versagt. So. Einmal Glühwein und jemanden, den man einfach zum Fressen gern haben muss. Sag mal, bist du nicht ein bisschen spät dran? Nikolaus ist doch schon lange vorbei. Ja, aber der kleine Mann stand so einsam und verlassen im Supermarkt, da habe ich gedacht, bevor er zum Osterhasen verarbeitet wird. Ich weiß, alleinstehende Männer haben es dir ja leider angetan. Moment. Oh, danke. Ist irgendwas? Gib mir eine Chance, ich komme sofort drauf. Dein Ring. Du hast den Nasenring abgenommen. Oder hast du ihn verloren? Nein, nein, nein. Hier. Da. Warum trägst du ihn nicht mehr? Ach, ich denke, die Phase ist irgendwie vorbei. Welche? Naja, ich meine, ich habe jetzt meinen Job wieder und ich möchte diese Gelegenheit wirklich nutzen, was aus meinem Leben zu machen. Und mit diesem Ring, da sehe ich doch irgendwie unseriös aus. Aber du arbeitest in der Musikbranche. Glaubst du, das stört da jemanden? Nö, aber das ist auch nicht der einzige Grund. Ich meine, ich habe den Ring doch damals gekauft, als Fiona mich von der Straße geholt hat. Und damals wollte ich auch ein anderes Leben, ein neues Leben, so beginnen. Und jetzt legst du ihn ab, weil wieder was Neues anfängt? Puh, hoffentlich bleibt das die einzige Veränderung. Naja, ich meine, habe ich denn da noch Platz in deinem neuen Leben? Noch Fragen? Soll ich alles nass machen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ob dir das leid tut. Bleib stehen oder ich schieße. Versuch's doch. Riss mich nicht.
Anna, was soll denn der Blödsinn? Ich hab... Ella. Entschuldigung. Ich dachte, Anna wär's. Es kommt nicht wieder vor. Halb so schlimm. Ich dachte, wolltest du nicht längst zu Hause sein? Ja. Ach, ich muss wohl die Zeit vergessen haben. Ach, so was Blödes. Jetzt fällt mir auch eine. Noch was vergessen. Ich geh nochmal fort. Ich. Bis dann. Ich weiß, dass ich großes Unglück über Friedenau gebracht habe, aber ich konnte nicht anders. Ich musste versuchen, sie von dieser Frau zu befreien. Dass ihr Bruder dabei, wenn ich mein Leben gegen das des jungen Herrn eintauschen könnte, ich würde es auf der Stelle tun. Was empfinden Sie für Frau von Anstetten? Ich hasse diese Frau. Sie ist an allem schuld. Woran ist sie schuld? Die beiden Brüder waren immer schon sehr verschieden. Aber ich bin sicher, sie hätten sich eines Tages ausgesöhnt. Aber diese Person tat alles, um das zu verhindern. Sie hat Benedikt bei seinem Vater angeschwärzt. Sie hat den alten Herrn verführt und verhext. Ja, sie hat ihn verhext. Aber das war erst der Anfang. Als dann der gnädige Herr gestorben war, hat sie mich unter einem Vorwand entlassen. Von da ab hat sie die beiden Brüder gegeneinander ausgespielt, sodass sie sich am Ende gehasst haben. Und jetzt wäre noch das Schloss verkauft worden. Und deshalb wollten Sie Clarissa von Anstetten umbringen? Ihr Vater war mir nicht nur ein Arbeitgeber, sondern er war mir ein wahrer Freund. Und ich war es ihm schuldig, die Familie von diesem Fluch zu befreien. Ob mir der Herr Graf jemals verzeihen wird? Ich weiß es nicht. Werden Sie George in Untersuchungshaft stecken? Das hängt vom Haftrichter ab. Ah, verstehe. Wissen Sie, ob er Angehörige hat? George lebt allein. Er hat eine Zugehfrau, die ihn unterstützt. Verstehe. Herr Kommissar. Ja? Entschuldigen Sie bitte meine Neugier. Wie sind Sie auf George gekommen? Woher wussten Sie, dass er so reagiert? Überhaupt nicht. Bis zu dem Augenblick im Salon wusste ich nur, dass der Mörder auf Friedenau zu suchen ist. Aber als dann das Gewehr verschwand, da war mir klar, dass er es nochmal versuchen würde. Also habe ich ihm bei der Beerdigung ihres Bruders eine günstige Gelegenheit verschafft. Und die hat George genutzt? Ja, es verlief alles nach Plan. Der Schütze sollte glauben, Clarissa von Anstetten sei tot, um dann durch ihre plötzliche Auferstehung aus der Reserve gelockt zu werden. Mhm. Und Clarissa hat das so einfach mitgespielt? Sie ist doch die geborene Schauspielerin. Aber das wissen Sie ja selbst. Oh ja. War das nicht ziemlich gefährlich? Stimmt. Deshalb waren auch unter den Trauergästen überall bewaffnete Beamte postiert. Aber Frau von Anstetten war zu keiner Zeit wirklich in Gefahr, weil... Kommen Sie. Bitte schön. Eine Doppelgängerin? Zugegeben, der Trick ist nicht gerade neu, aber äußerst effektiv. Bitte. Simsalabim und aus Clarissa von Anstetten wird wieder Kriminalmeisterin Aline Steigner. Aber der Schuss, das ist doch wahnsinnig gefährlich. Ja, meine Kollegin trug selbstverständlich eine kugelsichere Weste. Und wann wurden die beiden vertauscht? Vor dem Begräbnis, nachdem Frau von Anstetten in die Halle gekommen war. Na, schlechtes Gewissen? Du hast doch den Mörder deines Bruders nach Friedenau geholt. Ben könnte noch leben, wenn du... Ich billige Georges Tat nicht. Aber du hast ihn dazu getrieben. So unerhört. Das sehe ich allerdings genauso. George hat meinen Mann und ihren Bruder umgebracht. Wie können Sie ihn in Schutz nehmen? Ich muss mir das in meinem eigenen Hause nicht sagen lassen. Ja, die Besten sterben eben jung. Dann müsstest du ja ewig leben. Julia,
Na, du? Wie geht's dir? Gut, und dir? Danke, gut. Hör mal, ist Arno da? Nee, der ist gerade noch mal weg. Kann ich dir vielleicht helfen? Ach ja, ich wollte ihn für morgen Abend zum Essen einladen. Ins No Limits. Ja, ich habe keine Ahnung, wann er wiederkommt. Wenn du willst, kannst du ja hier auf ihn warten. Ela und ich haben es uns gerade gemütlich gemacht. Ach so, unsere gute Fee des Hauses. Ela Anders, Julia von... Julia Sander. Ja. Arnos andere Tochter. Hallo. Grüß dich. Hi. Anna sagt, du hilfst im Haushalt? Ja, ich bessere dadurch mein BAföG ein bisschen auf. Klar. Dann ist Arno sicher froh, dass er endlich jemanden gefunden hat. Ja. Mit ihrem Bruder, es tut mir so leid. Leben Sie wohl, Herr Graf. Ich werde mich um einen Anwalt für Sie kümmern. George! Ich habe ein paar Sachen eingepackt. Danke, Tilda. Pass auf dich auf, George. Können wir? Weißt du, worüber ich die ganze Nacht nachgedacht habe? Nee, ich habe nämlich gedacht, du hast geschlafen. Oder soll ich vielleicht doch ein anderes T-Shirt dazu anziehen? Willst du es jetzt wissen oder nicht? Ja, vorher gibst du ja doch keine Ruhe. Also, ich habe mir überlegt, dass wir... Wie wär's, wenn wir beide zusammenziehen? Ich weiß, wir sind kein normales Paar. Und vielleicht ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt. Allerdings. Und wenn wir später noch mal drüber reden? Wie wär's mit heute Abend? Ich weiß aber nicht, wie spät es heute Abend wird, weil ich glaube, dass während meiner Zwangspause bestimmt einiges an Arbeit liegen geblieben ist. Hm? Und morgen? Keine Ahnung. Ach, geh ruhig hin. Ich meine, du weißt, wie sehr ich dich mag. Aber warum müssen wir denn gleich zusammenziehen? Denkst du wenigstens noch mal über meinen Vorschlag nach? Sobald ich eine freie Minute habe. Okay? Ich muss los. Ja. Tschüss. Und viel Glück. Klasse, dass du heute so lange Zeit hast. Dann können wir uns endlich mal ein bisschen kennenlernen. Hi. 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 Da? Mhm. Leider warst du gestern so schnell weg. Ich konnte gar nicht mit dir reden. Ja, ich musste noch was für die Uni tun. Sag mal, ist dein Vater gestern noch gekommen? Ja, kurz nachdem du weg warst. Ich kann mal schnell die Bestellung aufnehmen. Das kann ich doch machen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Lange nicht gesehen. Wir haben uns auf Romans Abschiedsfete kennengelernt. Ich bin sein Geschäftspartner. Willst du vielleicht was trinken? Ich lade dich ein. Dich natürlich auch. Naja. Wie wär's zum Beispiel mit Frankie Spezial? Okay, bin gleich wieder da. Ich glaube, du hast einen neuen Verein. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Nein, warum? Prima, bleib doch hier. Tim kommt nachher noch und wir wollen... Und hier eine Überraschung des Hauses. Viermal Frankie Spezial. Ich sehe aber nur drei. Du hast den auf dem Stuhl vergessen. Die junge Dame denkt mit. Also, in welchen Frankie willst du? Du weißt nicht, was dir entgeht. Wie man hört, haben Sie in London eine ganz erstaunliche Karriere gemacht. Ich bin auch ganz zufrieden. Aber Sie sind in Düsseldorf ja auch keine Unbekannte. Man tut, was man kann. Offensichtlich mit großem Erfolg.
Wie kommt es eigentlich, dass Sie in London die Agentur verlassen haben? Immerhin ist sie doch eine der ganz Großen der Branche. Ich habe da auch viel gelernt. Nicht zuletzt durch die Kampagnen, die wir für Linie Clarisse entwickelt haben. Da ich mich allerdings nicht so gern auf meinen Erfolgen ausruhe, bin ich auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Deshalb habe ich Ihnen auch dieses Angebot gemacht. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Etatdirektor in Ihrer Werbeagentur, das würde mich schon reizen. Ich sehe nur ein Problem. Sie haben keine Agentur. Ach, noch nicht. Ich habe aber vor, mir auf lange Sicht eine zuzulegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie genau der Richtige wären, um sowas aufzubauen. Eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte. Wenn wir uns finanziell einig werden. Dessen bin ich mir sicher. Und was mache ich in der Zwischenzeit? Ich muss ja schließlich von irgendwas leben. Auch daran habe ich schon gedacht. Wie wäre es, wenn Sie auf freier Mitarbeiterbasis meine bisherigen Werbekampagnen auf Ihre Effizienz überprüfen? Sie meinen, ich soll den Agenturen, die Sie betreuen, ein wenig auf die Finger schauen? Genau das. Ich darf es mir durch den Kopf gehen lassen. Sag mal, hättest du eigentlich Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Der neue Star Trek läuft bald an. Wir können natürlich auch so einen Mädelsfilm angucken. So eine romantische Liebeschnulze. Solltest du dir dafür nicht jemand anders suchen? Hey. Hi. Na, Liebe meines Lebens. Na, mein Schatz, ich muss sagen. Das ist Tim. Tim, das ist Ela. Ela Anders, sie arbeitet bei Arno. Hallo. Hi. Ich guck dann mal, ob Cleo ihr Essen im Griff hat. Ne? Okay. Wann geht's denn los? Ich habe schon tierischen Hunger. Du wirst dich noch ein bisschen gedulden müssen. Ich habe einen Überraschungsgast eingeladen. Anni? Ja. Weißt du, wen sie meint? Hey, hast Lust auf ein Gläschen Shampoos? Wieso? Gibt's was zu feiern? Hey, wo ist denn dein Ring hin? Ach, habe ich abgenommen. Also, ich fand ihn hübsch. Und ich fand, es war Zeit für eine Veränderung. Nicht nur bei dir. Denn ich habe mich entschlossen, für Clarissa von Anstetten zu arbeiten. Was? Na, was ist? Kommst du nur mit nach unten? Nein, danke. Das ist mir beim besten Willen kein Grund, für mich anzustoßen. Hast du etwa vergessen, was dir Gero erzählt hat über die Frau? Hm? Und trotzdem willst du für sie arbeiten? Ja, der Job reizt mich eben. Der Job oder die Kohle? Also für lau arbeite ich sicher nicht. Und außerdem, Frau Moralapostel, vergiss nicht, dass du seit heute auch für eine Frau von Anstetten arbeitest. Und diese Tanja ist auch kein Unschuldsengel. Also, wenn es euch anders überlegt, ich bin in meinem Zimmer. Na, bin ich ja mal gespannt, wer uns heute noch Gesellschaft leistet. Hallo. Hallo. Na, mit Süßle. Setz dich doch. Und schön, dass du da bist. Ja, mit dir hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, Vater. Ach. Ihr wusstet gar nichts von meinem Erscheinen? Nein. Julia liebt solche Überraschungsaktionen. Gut siehst du aus. Danke. Du auch? Cleo, bringst du uns noch einen Aperitif, bitte? Ja. Danke. Ja, bevor wir zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, was hast du auf dem Herzen? Ja, also, Tim sucht doch einen Job. Und da dachte ich, dass du einen Mann mit seinen Fähigkeiten noch bestimmt einsetzen kannst. Ja, darüber ließe sich reden. Ich aber bestimmt nicht hier und heute. Hm? Danke. Danke. Bitteschön. Du arbeitest doch auch für Arno. Wie ist er denn als Chef? Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ja, was soll sie jetzt auch anderes sagen? Sie sagt die Wahrheit. Ja? Na? Was ist denn hier los?
Irgendwie finde ich das Zimmer ziemlich ungemütlich. Da habe ich mir gedacht, ich stelle ein bisschen um. Mhm. Allein? Ja, warum nicht? Wenn man eine Idee hat, soll man sie auch gleich in die Tat umsetzen. Stimmt. Deswegen bin ich übrigens hier. Ich hatte nämlich die Idee, mich bei dir zu entschuldigen. Es tut mir leid, wenn ich dich vorhin ein bisschen angeflaumt habe. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Naja, du hast sicherlich sehr gute Gründe, für Clarissas Firma zu arbeiten. Dann hältst du mich also nicht für einen egoistischen, geldgierigen Snob? Naja. Wenn das so ist, dann kannst du gleich mit anfassen und mir helfen. Oh, ja. Ich habe vorhin mit Christoph telefoniert. Die ganze Sache hat ihn wohl ziemlich mitgenommen. Das kann ich verstehen, ne? Clarissa hätte tot sein können. Christoph hat doch gesagt, dass Clarissa nicht ganz unschuldig ist an der ganzen Sache. Wahrscheinlich. Ich frage mich auch immer, wie du es mit ihr aushältst. Also in der Firma, wie kommt ihr zurecht? Wir haben klare Absprachen. Sie redet mir nicht rein. Auf jeden Fall komme ich heute beruflich besser mit ihr zurecht als damals privat. Kennst du eigentlich unsere Familiengeschichte? Das ist ich glaube nicht, dass wir Ela mit diesen alten Kamellen langweilen sollten. Möchtest du noch etwas rein? Danke, nein, ich muss fahren. Ah, da kannst du ja Ela mitnehmen, wenn es dir nichts ausmacht. Ach, nein, ich fahre mit der Bahn. Also wenn du willst, ich kann. Nein, danke, ist nicht nötig. Ich wollte sowieso noch ins Kino gehen, in die Spätvorstellung. Und außerdem habe ich ja mein Semesterticket. Je öfter ich fahre, desto billiger wird jede Fahrt. Rein mathematisch betrachtet. Hm? Bitte. Gut. Wie du meinst. Macht sie wirklich gut. Ja. Weißt du was, ich schenke sie dir. Sozusagen als Zeichen einer gut nachbarschaftlichen Beziehung. Wenn das so ist, kannst du mich jeden Tag besuchen. Auch ein Zeichen guter Nachbarschaft. Falls wir den Nachbarn bleiben. Wieso? Na, Gero will doch mit dir zusammenziehen. Ach, das ist überhaupt noch nicht fest. An eurer Stelle würde ich mir das auch gut überlegen. Naja, ihr seid ein tolles Gespann. Wäre doch schade, wenn der Alltagsfrust alles kaputt macht. Wie gesagt, ich muss mir das sowieso noch überlegen. Er ist wirklich zu beneiden. Gero meine ich. Ihr habt doch bestimmt jede Menge Spaß zusammen. Klar. Wieso? Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auch sehr gut verstehen würden. Markus. Ich finde dich total sympathisch, aber... Also? Wo ist das Problem?